Moin Leute, und ich zeige euch heute, wie ich mich aufwärme. Bloß dann nachher noch eine Partyrunde. Weil alle sagen, ja. Ich soll mal zeigen, bei welcher Map ich mich aufwärme. Der Code nimmt wieder auch da oben. 9245 0165 6565. Ja. Und es ist halt meine erste Runde, weil ich mich alleine spiele, da bin ich halt immer kacke. Und ja, ich werde halt ein bisschen kommentieren. Also beim Creative kann man eigentlich nicht viel kommentieren, aber nachher in Public-Runde dann. Aber hier probiere ich es halt auch zu kommentieren. Ich habe mir gedacht, also Public-Runde habe ich geschnitten, das hier nicht. Weil ich mir gedacht habe, ich soll halt alles sehen davon. Und ich muss sagen, immer wenn ich ein Video aufnehme oder so, dann bin ich immer schlechter, wie wenn ich allein zocke. Ja, hier verkacke ich ein bisschen mit der Wand. Treppe geht ganz klar. Leute, ich kann Treppe eigentlich immer so gut. Wirklich. Immer so gut, gell? Aber wenn ich aufnehme, dann bin ich immer kacke. Es fängt noch nicht an, es wird auch noch nie anders sein. Hier, vielleicht spiele 90s. 90s. Ist ein bisschen lost, aber dann bin ich halt auch dahin. Und das, da bin ich eigentlich immer voll gut, da kann ich eigentlich immer so, also Treppe, Boden und direkt wieder Treppe. Aber ja, hier verkacke ich halt ein bisschen. Und da habe ich mich halt so aufgeregt, weil ich das immer so gut kann. Und eigentlich wollte ich nur wegen diesen Treppe editieren, das aufnehmen. Aber auf einmal konnte ich es nicht mehr. Und nachher gibt es auch noch was, da muss man nur Treppen editieren und habe ich so verkackt. Und ich würde sagen, also jetzt sind Sommerferien, es werden öfters Videos kommen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ja. Was soll ich da groß kommentieren? Ich bin halt kacke. Und da ich kann kein 6-Layer, habe ich einfach nur 3-Layer gebaut. Andere bauen dann 8-Layer. Okay, ich habe ein Polster Haare da. Und ich nehme mir gerade Shotgun, weil ich keinen Bock habe nachzuladen. Das kann ich ja immer voll gut, wirklich immer. Und jetzt will ich auch mal kennen, die Fall. Nicht da, nicht. Und Leute, ich kann jetzt dabei bei Kreativ ein bisschen Real Life Story erzählen. Wir waren gestern Fußball spielen. Und, nein, wir waren baden. Und ich bin auf eine Biene draufgestiegen. Das hat sich so angeschwollen. Mein ganzer Fuß ist so richtig fett und ich war danach noch Fußball spielen. Ich wollte es einfach probieren und ich hab nicht mehr gehen können. Ich habe 5 Minuten lang probiert, bin gelaufen, war ganz gut und das sind die Treppen, wo ich reingeschissen habe. Ich bin so ausgerastet. Jetzt weiter meinen Fuß halt und gestern, jetzt mache ich immer, also ich bleibe jetzt halt nur zu Hause. Vielleicht die nächsten 2 Tage auch noch. Also ich mache schon was mit Freunden, aber halt zu Hause. Sommerferien bin ich immer gehypt. Auch der Scheiß wie Corona, aber schon. Der mein Fuß tut so weh, ne? Und dann haben wir so was Kaltes raufgetan und dadurch wurde noch fetter. Und meine Mutter sagt, es kann sein, dass ich eine Bienenallergie habe. Hier habe ich dann kurz einen Cut gemacht, weil ich halt so verkackt habe, das wollte ich gar nicht mehr aufnehmen. Und hier mit den Flags und habe voll verkackt. Ich glaube, es kommt ein Cut sogar, kommt noch. Ich glaube, ein Cut kommt noch. Oder? Nein, stimmt, jetzt kommt keiner mehr. Jetzt ist eigentlich das Ende. Ich habe die Treppe voll verkackt, dann baue ich hier halt noch einen hoch. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr wirklich, da muss ich mich halt noch mal 2 Mal runter sein. Ja. Und das war es jetzt auch gleich, warte. Und dann ist halt direkt die Public-Runde. Also ich habe es davor geschnitten, du nachkommentieren. Und ich habe es geschafft, ich glaube in 5 Minuten 10, ja. Und die Public-Runde. Ich bin auch wieder essen gegangen, wollte eigentlich irgendwie noch Salty oder so. Und ich wollte halt nicht sehen, dass hier, wie ihr seht, das ganze Haus loote. Hab, ja, halt blaue Pi, blaue AR gehabt. Nades, 3 Schusspolster und ein Mini.
hat auch 150 Schild. Jetzt will ich gleich einen Slurpfisch und eine Flosse. Den für den Slurpfisch und die Flosse nehme ich nicht mit. Aber dafür ist Jagdgewehr. Ich habe die Stoßpaste. Ich weiß, ich kann nicht heilen. Ja, brauche ich ganz lange in den Tab zu sortieren. Vorher noch ein bisschen geflext, aber habe ich nicht mal reingeschaut. Also Boden, Treppe, Wand und Korn. Ja, hier habe ich noch ein bisschen überspringen. Jetzt sind die Gegner da. Blaue Jacke nochmal. Und Leute, ich habe also rechts im Bildschirm, sieht man auch, was ich spiele. Und hier sehen wir auch noch so ein Licht und Alexa. Und links sieht man mein Gameplay. Also ich spiele auf Nintendo Switch. Und habe mich dann rausgeschaut. Die in den No-Scope, ich weiß, war kein heftiger Game Checkdown. Da hinten sehe ich auch schon seine Teammates zu hüpfen. Und ja, jetzt treffe ich keinen Schuss. Aber ich gebe nachher, glaube ich, noch zwei No-Scopes. Ja, genau. Den lese ich mit dem Pi. Dann den anderen würde ich mit der Jagdgewehr hitten, halt ihn aber nicht, leider. Dann schieße ich mit der R zwei Hits ab. Also geben zwei Hits. Durch die Wand nochmal ganz lecker. Wollte ich noch. Ah ja, den No-Scope jetzt nochmal. Warte, tue ich den Pi nachladen. Und Jagdgewehr ist nicht heftig. Es war kein No-Scope. Die waren nicht heftig, ich weiß es. Und der letzte Gegner, also der vierte ist jetzt, glaube ich. Also der war nicht gut, aber halt besser wie die anderen. Krieg ich mal einen Hit. Scheiße. Ich folge mir meinen Tisch kaputt. Schieß einfach 19. Trifft ihn halt nicht, aber Finish. Finish wird hier an. Und jetzt gehst du den gleich runter, will den verhören. Das funktioniert aber nicht. Und das ist für mich lange mit der Pickaxe. Sieht man auch, was ich im Kopf schon nicht habe. Ich dachte, ich arrived ihn halt, aber habe ich gesehen, ich habe 3 Kills. Dann wollte ich nur einfach einen pushen, habe ein bisschen verkackt da. Runtergeschossen, aber war hier noch. Treppe gebaut, geben No-Scope. Da gleich. Verkackt, ich habe so verkackt, dann einfach einen No-Scope ganz normal. Mit dem Pi noch ein Headshot. Und jetzt wird gleich wieder gecuttet. Und. Ja, Leute, ich weiß, ich bin scheiße. Ich bin nicht der Beste in dem Game. Aber ich spiele es halt einfach zum Spaß und Sommerferien. Und ich probiere mich hier zu verbessern. Ja, hier sieht man es nochmal. Ja. Wenn ich den Loot in Risky aufsammeln, gehe dann gleich nach Agency oder Authority. Sorry, ich kann es nicht aussprechen. Und es gibt nachher noch ein Video, auf jeden Fall auf YouTube, wie ich das Turnier spiele. Warte, ich sehe auch gerade die ganze Zeit. Die Agency, ja. Trotzdem, jetzt kommen dann gleich die Gegner. Ich nehme das Ganze mit Duo-Recorder auf. Auf jeden Fall eine App. Das ist halt einfach gratis. Es ist halt aus wie eine Harpune. Ich weiß, man sieht irgendwie schon aus wie blau halt. Aber es ist wegen der Grafik, sorry. Und wenn ich mal PS4 habe, dann wirklich richtig heftig. Und da hinten hat einer mit Crabler geschossen. Ich wollte unbedingt einen Crabler haben. Habe das dann mit der Pistole geschossen. Mit Pistole, damit er mich hört. Habe mich verkleidet. Er nimmt die Minis mit, schon die Pistole. Genau. Ich bin ein richtiger Held hier. Ich kenne die Runde auswendig. Ich habe es noch mal gelernt. Sag euch. Und jetzt bin ich gleich so hart gelasert. Aber sie treffen nichts und jetzt auf einmal 50 HP, man kennt ihn. Bauen wir den hoch. Die haben diese eine Gun da, was das Holz verbrennt und voll viel Schaden macht. Die haben mich halt einfach auf meinen Stein geschossen. Und auf mein Holz halt unten auch. Verbrennt alles, aber auch Stein verbrennt es nicht, verbrennt nur auf Holz. Kleiner Tipp. Hier kommt gleich ein Crabler, genau, baue ich mich einfach ein bisschen hoch. Und jetzt kommt halt gleich. Warte, jetzt kommt was Geiles. Ja, einfach ein Headshot. Den wollte ich auch noch mal snipen. Aber leider hat er mich gekillt. Und ja, das war's. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und ciao.